Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Last Epoch. Wir sind jetzt immer noch mit der Amlingsaus Lee Shin unterwegs und sie macht langsam echt viel Schaden. Ich hätte es jetzt nicht gedacht, dass es so schnell geht, aber immerhin haben wir jetzt diese langweiligen Phasen, wo die Gegner zu zäh sind, mal weg. Also es sind immer noch zähe Gegner natürlich. Aber immerhin können wir die auch ein bisschen schneller töten jetzt. Und eventuell mit diesem Leash, dieser Reaper-Form Skin geht es noch ein bisschen stärker, noch stärker und so weiter. Jetzt müssen wir aber in die andere Richtung nehmen. Wir müssen da unten noch hin. Da unten müssen wir auch noch hin. Hey, müssen wir durch das Portal, hä? Ich verstehe die Questen. Nee, er oder sie ist rausgekommen, genau. Wir müssen noch reden. Aber wir müssen jetzt zurück. Okay. Wir müssen jetzt zurück. Wir haben alle befreit, jetzt müssen wir zurück. Okay, sehr gut. So ging die Quest. Jetzt können wir hier aufmachen. Stimmt. Sehr gut, jetzt bekommen wir auch wieder einen Skillpunkt über. Und der schwere Abschnitt ist endlich vorbei. Also noch nicht ganz. Das können wir jetzt noch machen. Movement Speed ist das schneller. 18 und 20. Aber glänzend blau unbedingt. Schade fliehen hat ein bisschen. Geschwindigkeit ist nicht schlimm. Ja, jetzt kommt wieder der Fall, dass wir zu viele Items haben. Also, nach dem Part Molen Drago. Aber mach's jetzt endlich. Nee, wir haben noch genug Plätze, aber ich habe nicht immer so das Gefühl, ich will jetzt unbedingt Molen. Also, nö. Muss das immer noch sein in der heutigen Zeit? Kann da nicht endlich mal das in, also die Kiste mal groß genug sein und so weiter? Dann auch aufgeteilt automatisch. Machen die Entwickler nicht, ist zu viel Arbeit. Sehr heftig, wie viel Damage man bekommt. In diesem Punkt. So, dann haben wir Hellfleach, das brauchen wir auch dringend. Okay, wir gehen noch nicht weiter, wir gehen zurück und nehmen die anderen Quests noch. Also beenden sie. Und machen noch die anderen Quests. Und zwar müssen wir sicher mal zum Outlast Camp, genau. Da runter. Punkt. Penetration, sehr schön. Machen wir zuerst das ein wenig. Critical brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Warum brauchen wir wieder das nächste? Ja, Protection on Potion Use wäre nicht schlecht, wenn man ein bisschen mehr Heiltränke trinken würde. Hier würde noch natürlich. Okay. Aber wir müssen ja die Intelligenz noch so ein bisschen priorisieren. Also ich denke, ich werde mal 2 Punkte rein tun. Penetration.
Ja gut, ja gut. Dann müssen wir zu den Melin Catacombs gehen. Ja. Wo ist Melin Catacombs? Wenn man irgendwie draufklickt, dass es anzeigt, welches Gebiet. Hat hier den Smelting. Haben wir noch nicht geredet mit dem? Oh, Smelting. Einfach hier. Ja. Da bekommt man noch nicht viel. Ah, da bekommt man noch die Idol-Slots. Okay. Gut, verstanden. Haben wir jetzt 3 breit? Ja. 4 Watt. 5 Watt. Klotik Damage. Nein, nur noch 7%, aber das können wir nicht so gut. Glänzenblow möchte ich behalten. So viel Damage brauchen wir nicht. 39. Dann haben wir noch hier 12 Increase Damage. Ja, ist zu wenig. Ich will ein Set-Teil rausnehmen natürlich. Mist. Quartal muss in das Mating heißen. Was ist denn das Mating heißen? Ja. Das haben wir noch nicht. Oder haben wir es doch nicht gemacht? Habe ich das wirklich vergessen? Ist nie nachgeschaut. Ja, es ist sehr kompliziert. Das müsste eigentlich besser gemacht werden. Man sieht, wo die Map, die Quests auch sind. Ich finde das so doof, wenn man einfach denkt, ja, man hat es gemacht und es doch nicht gemacht. Wie zum Beispiel auch zurückzugehen zu den Outposts. Aber es ist ja leicht, wir haben das schnell gemacht. Wir haben sogar den Schrein hier noch mit. Schnell geht. Ja, genau. Damit wir schneller sind. Wie ich es einfach wusste. Ich muss den Schrein mitnehmen, weil es Geschwindigkeit gibt. Wow. Jetzt sind wir aber sehr schnell. Gegner leben gar nicht so stark mit hier. Gar nicht mit. Gibt es ein Limit von den verschiedenen Gebieten? Man kann es immer so rüber, als würden die Gegner noch mitleveln. Ich denke einfach nicht gut genug. Sie haben keine Levelanzeige, das müsste auch mal noch eingebaut werden. Ist das immer noch sehr unfertig. Kann man nichts machen. Aber vom Entwickler sollte es klar sein, dass das früher kommen müsste. So ein Aufhören immer so mega viel an der Grafik oder so zu machen. Und nicht irgendwelche wichtige Features einfach so lassen. So unangetastet zu lassen, nicht eingefügt zu lassen, nicht entwickelt zu lassen. Das ist die Sache. Ist jetzt nicht so schlimm, wenn ich jetzt Keypunkt oder einen Idol-Slot nicht habe, dann ist er genug stark. Aber es muss angezeigt werden, wenn wir das nicht gemacht haben. Das wird halt auch irgendwie kompliziert. Wir haben das extra ein bisschen komplizierter gemacht. Also wieso haben sie das nicht eingefügt? Dass man sieht, was man verpasst hat, oder? Das ist eigentlich gar nicht so eine harte Arbeit, sondern nur eine große Arbeit, aber nicht hart. Zum Erstellen, zum Design. Dann hätte man das drin.
Ja, und dass ich eigentlich schon vielmals ein bisschen bereden wollte in anderen Games, zum Beispiel bei Champions of Lignum, sieht man halt leider sehr schnell ein bisschen, also immer wieder. Ist einfach, dass die Entwickler, also Level und Items sind so immer wieder zu stark machen oder zu schwach. Oder? Man immer so das Gefühl hat, man ist wieder overpowered oder underpowered. Die Gegner sind wieder zu stark oder zu schwach, weil alles zu schnell skaliert. Und das finde ich einfach nicht gut. Also ich habe keine Motivation, immer gleich starke Gegner zu haben. Ich will mal wirklich sehen, dass ich meinen Gegner nicht killen kann. Und dann auch merke, wie ich mich verbessere. Aber nicht, indem ich einfach ein Item bekomme und dann sofort stark bin. Sondern merke, wie genüsslich, also wie langsam ich immer wieder einen Gegner besser killen kann. Aber gibt es das in einem Action-Rollenspiel? Nee. Kein einziges Rollenspiel kann das machen. Außer Sekiro 2. Aber das macht es auch nicht gut. Also es macht es wenigstens, aber nicht gut. Weil dann hast du immer wieder einen Gegner, der dich one-hittet. Shining Grove. Jetzt machen wir das Gebiet noch. Okay. Das können wir noch in das nächste Gebiet. Was muss ich jetzt mit diesem? Ich muss zuerst die Quest. Council Campus. Council Campus. Ja, das finde ich wieder nicht. Aber jetzt müssen wir wieder da zurück. Verwirrt. Man merkt halt immer wieder, dass man manchmal längere Zeit nicht zockt und dann wieder nicht so viel versteht oder weiß. Maielian Catacombs, das ist ganz am Ende. Ja, das wird wahrscheinlich sein. Warte, hier. Okay. Aber eine führt ja weiter. Ah, da waren wir gar noch nicht. Jetzt sieht es ja aus, wie wir da gewesen sein. Hier, also wie hier. Da schon gewesen sein, aber ne. Search for the Sapphire Shrine. Ist es auch spät? Ist es nicht? Unglaublich. Zeig doch an, wo es ist, bitte. Shining Grove, also muss man doch jetzt in dieses Nebengebiet gehen. Dachte, das kommt erst. Nein, also man muss mit ihm zuerst reden, genau so. Aber ganz komisch. In einem Spiel, was um Action geht und so für, um Quests zu schauen, ist natürlich schon ein bisschen, ja, nicht gut, nicht schlecht, aber muss es nicht sein, muss es nicht geben. Obwohl man es 3 oder 4 Mal gemacht hat, ist es nicht einprägsam, dass man genau immer machen muss. Ja, dann muss man ein bisschen studieren. In einem Action-Rollenspiel studieren ist eigentlich fehl am Platz. Also, Rätsel und so kann ich gerne machen, aber arbeiten, nee, also wirklich Sachen auswendig zu lernen ist zu viel Arbeit. Geht einfach zu lang. Die Skelette sind einfach zu zäh. Jetzt haben wir doch Armor Shred. Aber Armor Shred wirkt eher gegen uns nicht. Es ist Ende gegen uns. Das ist falsch, nicht wahr? Es soll umgekehrt sein. Zähe Gegner sollten viel leichter zu besiegen sein mit Armor Shred als ohne. Aber das haben sie nicht gemacht. Und werden es wahrscheinlich auch nie ändern. Ja, gut. Und
Ladezeiten runtersetzen. To-Do-List ist noch lang beim Entwickler, aber es ist das Spiel. Wieso kann ich jetzt wieder laufen, weil der Golem zu groß ist, oder was? Schon extrem. Nein, das ist. Der Golem hat gar keinen Abhaltemechanismus. Das ist einfach die Engine gewesen. Viele Spiele, die extrem fingisch suchten, das Spiel sehr, sehr, sehr weit sind. Immer wieder maximale Damage Rekorde oder sonst irgendwelche Beats herausfinden. Da ein Video drüber machen, aber gar nicht so richtig das vorstellen und so was. Ich hätte gerne wirklich ja mal einen Plan, was ich genau gerne hätte. Weil jetzt liebe ich diesen Bild und ich liebe keine anderen Bild. Einfach zu wenig Variable momentan. Golem, bitte bleib bei mir, ich brauche deine Hilfe. Hat sie überall kalt. Gold Gegner, Ostno, also Tarnover Gegner. Als Minion Master ist es nicht so schwer, aber. Als langsamer Caster ist das mega nervig. Ja. Ist noch langsamer Zauber. Beziehungsweise die Seelen viel langsamer zum Ziel. Ist nicht gemacht für dieses Level. Du Reichweite haben musst. Das geht nicht, weil du mir angefroren bist. Nein. Aber wir sind gleich draußen. Das Gebiet kenne ich wenigstens auswendig. So, jetzt Hellfleach. Umso besser. Also sollen wir nicht auf Wort gehen, wenn wir Hellfleach haben. Wir haben auf andere wichtige Nuts. Das ist halt zu schwach, Hellfleach. Hellfleach hast du immer noch das Problem, dass du da viel zu viel kassiert hast. Hat Resistenzen. Also lieber auf Resistenzen gehen irgendwie. Die Reaper-Form, aber die auch immer wieder offen zu haben. Ready zu haben. Ja. Und es hat Resistenzen. Wir sowieso mal einsetzen. Ich setze die Reaper-Form viel zu sehr. Auch weil ich es jetzt nicht immer so extrem leicht haben will. Kennt ihr das auch, dass ich ja manchmal auch gar nicht so viel einsetzen wird von einem Bild? Wenn ihr zum Abgelenkt seid oder faul seid, um die Knöpfchen zu drücken. Jetzt gerade nach ein paar Stunden Sacred 2 und jetzt ein paar Stunden. Also eine Stunde Last Epoch bin ich ein bisschen wach geworden und bis nun konzentriert. Gut. Ist so. Früher, als die Spiele noch leichter waren, war ich Speedrunner oder 100% Spiel und es ist einfach nicht mehr möglich, die Spiele brauchen einfach zu lang, bis sie durchgezockt sind. Vor allem ja, Hack and Slays wurden ja immens erweitert. Sollte vielleicht die Geschwindigkeit der Geister noch erhöhen? Ich glaube, das kam gar nicht mehr. Wo kommen die Gegner her? Von diesen Geister, die sich irgendwo noch verirren. Gerade ein bisschen nervig, dieses Gebiet. Das
ziemlich interessant. Die Gegner haben wegen schon mal etwas dran. Toll, jetzt hast du ihn gekillt. Und nichts gedruckt. Das haben wir auch gelöst, jetzt haben wir wieder Idole. Mehr. Weitere Idole. Mich zwei Slots noch. Da unten. Da nehme ich eigentlich eher defensiv mit. Wo haben wir defensive Idole? Ja. Ich brauche einen mit Glancing Blow oder so. Jetzt muss ich wieder alle finden. Diese Boots vielleicht noch nutzen. Ja, wenn viel zu viel defensiv von Damage. Also nicht. Wir haben keine Glancing Glow Idole mehr. Doch hier. Ja. Und Damage auch. Also. Wunderbar, wunderbar. Also, Level 39 sind noch nicht ganz. Im nächsten Part gibt es dann sicher. Das letzte Set-Teil ist ein. Ja, das Helmet, ja. Gut. Was haben wir denn? 21. Wir können also nochmals ein bisschen weiterlaufen. Jetzt kommt doch diese Höhle dann. Canyon. Ne, die Katakomben sind es. Okay, dann müssen wir hier durchlaufen. Also die gute Sache ist, dass wir eigentlich Damage machen. Die schlechte Nachricht ist, wir bekommen nicht so genug schnell defensiv. Grafikproblem, ne? Ach, feiere nicht. Ich nehme das nicht. So, also alles runter und dann wie eine U laufen. Wieso habe ich jetzt Grafikfehler? Woran liegt das? Was das? Ich müsste eventuell nochmals kurz rein und raus, raus und raus. Wenn es so weitergeht mit den Grafikfehlern. Vielleicht ist es an der Reaper-Form gewesen. Ja, es bleibt. Okay, Leaf Game. Schade. Das Typ ist auch komisch. Nur Fire Penetration und manchmal Cold Penetration, glaube ich. Sonst schreiben sie nicht einfach alle Penetrations hin. Gold won't save you, but a blade might. Komisch. Nein, ich gamble. Nein, nein, nein. Lohnt sich nicht. Und lohnt sich wirklich nur, wenn man dann Level 100 ist und dann unbedingt Rares braucht. Vorzeit. Wieso habe ich jetzt immer Grafikfehler, wenn ich Solus benutze. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, weil es schon ein bisschen nervt. Ja, Grafikfehler habe ich eben. Weshalb? Und Performance-Problem.
Okay. Ich hoffe, das ist das nächste Mal weg. Jetzt muss ich da noch V-Sync aktivieren. Ja, dann machen wir halt nächstes Mal die Höhle weiter und mal zusammenkürzen. Ja, der Kraftfehler ist nicht toll. Das ist das Schlimmste. Ah, vielleicht ist es der Golem. Vielleicht hat der Golem wieder umskillen. Da kommen wir ein bisschen hoch. Der Golem ist jetzt weg und jetzt sind die Grafikfehler nicht mehr da. Crafting-Materialien. Schrein. Jetzt ist er wieder da. Jetzt sind die Grafikquellen wieder da. Er ist nicht da, aber die Grafikquellen sind wieder da. Naja, gut. Ach Gott. Ja, wir müssen doch noch mehr runter. Mist. Probleme bleiben, muss ich ja den Pfad beenden und mal testen. Wieso ist ohne Golem, wenn ich den Golem nicht beschwöre? Aber hier hat es immer die meisten Performance am Grafquelle in diesem Gebiet. Ende vom dritten Akt. Oder auf jeden Fall dort unten in der Wüste. Na gut, dann müssen wir schauen. Im nächsten Part geht's weiter. Tschüss!